Aber du bist nicht mein Hauptziel jetzt. So, der ist weg. Und somit auch seine Projektion. Da ist wieder ein Original mit den Ohren dran. Heil dich! Heil dich! Heil dich noch mehr! Stunden später. Muss ich auch mal besser heilen hier. Da sollte ich vielleicht auch nicht runterfallen. So. Ich wieder zu wenig Magie, um mich auch zu heilen und alles. Das gibt's nicht. Einfach nur unglaublich hier, wie das hier Mana-fressend ist, das ganze Heilen. Oder generell auch Leben-fressend. Aber zumindest ist das endlich mal eine Herausforderung. Ich meine, bisher haben wir immer nur gegen Banditen gekämpft, die halt immer sehr schnell umfallen und sonstiges. Mit wenigen Ausnahmen. Und mal ein bisschen anspruchsvollerer Kampf. Ich meine, ich könnte... Nein, die Sachen hier zu blocken, das würde keinen Sinn machen, weil Magieschaden geht immer durch so normales Geblocke hindurch eigentlich. Zumindest ist das in normalen RPGs so. Und schon, es kann doch nicht sein, dass ich ständig zurücklaufen muss. Dabei bin ich doch schon angeblich so gut wie immer an meinem Rüstungscap hier. Wahrscheinlich bräuchte ich hier jetzt mehr Resistenzen gegen, keine Ahnung, Schattenmagie oder sowas, falls es sowas gibt. Ich weiß ja auch nicht. Könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das hier sowas in der Richtung ist, warum ich so viel Schaden fresse. So. Geht doch, meine Fresse. Okay, aber wir kommen unserem Ziel immer näher. Das ist eine lange und steinige Treppe. Was ist das? Quell der ewigen Magiker. Und ich bin tatsächlich vergiftet. Wir gehen ja gleich weiter. Gleich. Bleib doch mal locker. So. Haben wir da hinten wieder hier so einen Tunnel oder was soll es darstellen? Einer, der uns dann dahin bringt, wo wir hin müssen. Da hinten haben wir so einen Schleicher. Hallo, Mr. Tunnel. Was haben wir hier drin? Will ich doch nochmal ganz kurz gucken. Einmal nichts außer hier so ein Aktivierungsdings. Aktivieren wir mal. Und hallöle. Shit, wieder mit zwei Suchern. Ihr habt sie doch nicht alle. Das ist nicht wahr. Die Scheißsucher hier immer wieder. So ein scheiß Kackdreck. Ehrlich, das geht doch nicht. Ich bin jetzt hier schon fast zwei Folgen hier dabei, nur um durch dieses Buch zu kommen. Wo haben wir es wieder? Da. Los, mach hin. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, da. Die ganzen Treppen hinaufsteigen. Sollte vielleicht mehr die Ausdauer ein bisschen sparen für den Kampf. Und nicht bis zum ausgepowerten Stadium hier einfach nur dahin rennen. Hätte eventuell seine Vorteile, aber nur eventuell. Und wo ist der Schleicher hin? Und wieso ist er denn da? Oder ist das jetzt... Ich weiß auch nicht. Ach, das, ich verstehe langsam. Da hinten geht's also noch weiter. Und da warten dann die Sucher. Verstehe, verstehe, verstehe. Einfach nur, um mich zu ärgern, ja? Vernichten wir einfach mal einen Schleicher hin. Ist jetzt nicht so schlimm. Wieso sind da unten noch weitere Sucher? Och, neue Leute. Es ist nicht wahr. Es kann doch nicht sein. Bei allem Respekt vor dem Spiel. Und
Was ist das hier für ein Ding? Und wieso bringt mich diese Zielmarkierung hier hin? Ich weiß nicht. Und wieso kann ich da runtergehen? Gibt es da überhaupt wieder einen zurück? Ich weiß nicht. Einfach mal hin hier. Boah. Schon, ich werde hier zerquetscht von den Dingen. Was ist das? Ein Kokon. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt haben will. Ja, jetzt kommen noch die peitschenden Tentakel hier dazu. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Es ist nicht wahr hier. Ihr könnt mich mal. Spuckt da auch noch mit Tentakeln hier rum. Er hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht hier, oder was? Man spuckt nicht mit Tentakel. Man haut nur zu. So, das nehme ich auf jeden Fall mit. So. Jetzt auf die ollen Sucher hier. Kann ja wohl nicht angehen. Yay, zwei Hände verbessert. Yay, Level up. Level up. Vielleicht mal speichern, wäre nicht verkehrt. Nur mal so, um sicher zu gehen, ne? Und ein Mana-Trank wäre vielleicht auch nicht verkehrt. 75 Jahre nehme ich erstmal. Besser als nichts. So, was haben wir hier drin? Aha. Oh, Obscurus Lamaebal. Ah ja. Sehe ich auch fast genauso das Firmament. Was sagt eigentlich das Auge hier dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme das mal mit. Oder sind das dann Bücher, die mir etwas mehr bringen? Nö. Okay. Keine Ahnung. Ihr wisst vielleicht, was es bringt hier, wenn so ein Augesymbol hier daneben ist. Kommt ja durch die eine Mod hier. Nehme ich mal ganz fest an. Und von daher. Mal gucken. Da hinten kann ich auch was aktivieren. Yay! Ich sollte es auch vielleicht gleich aktivieren. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was das hier macht. Machen wir wahrscheinlich einen Rückweg oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ich habe ein bisschen wenig Mana, ne? Hier nochmal so ein bisschen was von dem ganzen Zeug hier. So. Und dann wieder auf die Suche. Wir gehen auf die Suche. Verrecke. Natürlich muss ich jetzt nochmal zurück, nur um sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht schon wieder verrecke. Echt uncool. Jetzt aber. So. Spiegelbild auch down. Okay. Ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben. Alles wird gut. So, Wiederherstellung nochmal verbessert. Also es hat schon seine Vorteile. Vielleicht sollte ich auch mal Wiederherstellung ein bisschen skillen. Unter Umständen. Bei Gelegenheit, wenn es sich anbietet und so. Ja, das Spiegelbild. Ganz toll für das Spiegelbild. Ist mir jetzt mal egal. So. Fresse dicke hier. So, wie komme ich denn jetzt dahin zurück? Ach, jetzt ist hier eine Brücke. Okay. War die vorher auch da? Ich weiß nicht. Gut. Ja, nicht in dem Giftzeug stehen. Stimmt aber was. So, aber mein Marker zeigt mir immer noch an, dass ich hier hin soll zu dem Ding da in der Mitte. Wir töten aber tatsächlich noch die anderen Sucher, die hier jetzt noch sind. Falls sie jetzt noch hier sind. Doch, da hinten stehen sie noch. Freuen sich, dass sie gleich Besuch bekommen. Einmal ganz kurz, so vorsichtshalber, hier so ein bisschen Magie trinken. Und vielleicht noch Ausdauer, wenn wir schon mal dabei sind. Und Ausdauer ist voll. Na, wieder aufs Spiegelbild gegangen. Und nein, da ist natürlich gleich hier wieder Tod und Verderben hier angesagt. Tod und Verderben. Und das diesmal nicht im positiven Sinne. Ja.
Hier habe ich auch wenig Platz, um hier davon zu rennen. Ja, es gibt's nicht, Leute. Es gibt's einfach nicht. So viel. Es geht nicht. Habe ich denn noch irgendwas, was mir jetzt weiterhelfen könnte? Zaubertrank, Feuerresistenz, Giftresistenz. Ist das vielleicht Gift? Wir nehmen es mal. Leitdosung verstärken? Nein. Verlängerte Unsichtbarkeit? Nein. Zaubertrank des Verteidigers? Mach. Blocken? Nein. Blocken haben wir nicht. Nein. Nein. Blitzresistenz. Nehmen wir mal. Vielleicht ist da irgendwas, was uns jetzt weiterhilft. Frostbissgift? Nein. Skoma? Nein. Okay. Nein! Ich sollte vielleicht auch heilen. Boah, volle Breitseite bekomme ich hier auch mal ab. Kein Problem. Bin ich ja schon gewohnt. Es ist nicht wahr. Wenig Platz und viel Schaden. Was will man mehr? Da freut sich jeder Gegner. Und ich nicht. Und jetzt schon wieder. Halt, Mana-Trank hier. 30 Sekunden, 40 Punkte erhöht. Ja, nehme ich mal. So, und heilen. Geh weg. 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 Auch weg. Nochmal weg. Und irgendwo hier ist schon wieder ein dritter Gegner. Ich wollte mich echt verkackeiern. Das ist ein Spiegelbild. Wo kommt denn auf einmal so viel Schaden her? Hier? Hä? Ich hatte doch eben fast voll geheilt und so auf einmal hatte ich fast kein Leben mehr. Muss ich jetzt nicht zwingend verstehen, ne? Gut. Gehen wir wieder fett drauf hier. Die sind so lästig, diese Viecher. Glaubt man gar nicht. So, der ist weg, aber ich weiß, dass da unten noch einer existiert. Darum nehme ich jetzt nochmal so ein paar Mana-Tränke. Heil mich hoch. Gucke, was hier so liegt. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Tolles liegt. Ah, doch, das füllt tatsächlich die Magiker auf. Faszinierend. Gut. 17 Gold. Wow. Was haben wir hier? Schwarzer Seelenstein. Nehme ich sehr gerne mit. Und warte noch ein bisschen. So. Schauen wir mal. Da hinten ist nämlich der andere Penner. Na, war das hier Spiegelbild wahrscheinlich, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Und der andere ist nämlich da unten. Bogen. Komm schon. Den muss ich doch jetzt irgendwie hier kriegen. Dadurch, dass ich jetzt hier im Fernkampf bin und sowas. Hey. Aber es dauert halt auch eine gewisse Zeit halt, weil der Bogen jetzt nicht so unglaublich toll ist. Noch nicht. Ich bekomme auch hier viel Schaden. Das lässt sich hier im Moment nicht vermeiden. Ich bin froh, wenn er weg ist hier. Komm schon. Ich hab dich gleich. Du weißt es nur noch nicht. So, ein Fall noch. Ja, es ging gegen die Mauer. Bäm. Ist er endlich weg. Scheiß Dreckskackbuhn. Gut, ist hier denn jetzt auch noch irgendwas zum Aktivieren? Nee, ne? Nee. Dann komm mal hier zurück, du Tunnel. Wir müssen nämlich auch schon wieder gleich in die Aufnahmepause. Verdammt. Wir haben eigentlich nicht wirklich viel erreicht, außer gegen etliche tausend Suche gekämpft. Die hatten wir
Hier hinten schon aktiviert, genau. Obwohl, da hinten geht es eventuell noch weiter. Oh nee, da hinten steht der nächste Sucher. Wir skillen mal ganz kurz. Wir machen Gesundheit auf jeden Fall. Wäre nicht verkehrt. Und dann schauen wir mal ganz kurz bei Wiederherstellung. Haben wir es? Haben wir es da? Warte, da? Aha. Doppelte Wiederherstellung, ja, ist schon richtig, warte. Magika regeneriert sich 25% schneller, das auf jeden Fall. So. Und da hinten geht es dann zum nächsten Sucher. Und bevor wir den erledigen, würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder zurück hier in Skyrim, wo wir dann hier immer noch zwischen den ganzen Büchern und sowas hocken werden. In der Hoffnung, endlich mal das Ende des Buches zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke euch fürs Zuschauen und so weiter und so fort. Und bis dann. Tschüss.